Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge LSBDFA. Heute mal als SEK unterwegs mit einem Anmarkt von DFL. Finde ich recht schön, den Wagen. Und ja, Links ist in der Beschreibung zu deren Website, wo ich kann natürlich wieder richtig gut fahren, wo das Auto zu holen ist. Denn es ist jetzt noch so, dass wir schon einen Einsatz haben, wo wir als SEK angefordert wurden. Und ja, da fahre ich mal schnell hin. Ich kann natürlich wieder nicht fahren, also ich sollte einfach aufhören zu fahren. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Wo sind die ganzen Autos von denen hin? Ich war zufällig gerade eben schon da und da hatten die alle noch Autos. Das ist natürlich wieder profihaft, also. Ja, gut. Guten Tag, hallo. Hier ist jemand, der gesucht wird und gesucht wird. Er ist im Haus und hat sich selber eingeschlossen. Wir warten auf Ihre Ansagen. Und was ist meine Option? Sie können aggressiv, ja, zwei, Alter. Attention SWAT Units. Los, los, los. Die Frage ist, können wir da jetzt reingehen ins Haus? Ey, ich will mit rein. Ey. Ernsthaft? Ernsthaft? Also eigentlich wollte ich ja auch was machen, ne? Das ist schon leicht unfair. End. So, ja, perfekt, ne? Nehmt ihr die jetzt mit oder? Ey, soll ich die jetzt mitnehmen? Sie sind immer noch festgenommen. Dann nehme ich sie jetzt mal. Ich hole ihn jetzt mal einen Transporter. Aua. Dann lass sie hier niederknien und der Transporter kommt da schon. Und da haben wir schon den nächsten Callout. Warum holen wir noch das Feuerwehr? Sorry. Ja, da haben wir schon den nächsten Callout. Und zwar, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall jemand mit einer. Jemand, der bewaffnet ist. Und da fahren wir natürlich schnell hin, ne? Ich würde sagen, das schaffen wir so. Ohne einen Cut. Ist ja nicht weit. Die Blaulichter da vorne sind doch recht hübsch. Och nö, ein Clown. Komm, geh mal weg. Oh. So, Polizei, stehen bleiben. Stehen bleiben, Polizei, habe ich gesagt. So, nehmen Sie uns mal die Hände hoch. Sonst knallt's aber sowas von. Genau. Sie machen schon richtig. Sie sind vorläufig festgenommen. Wegen Waffen in der Öffentlichkeit. Ist ja in Deutschland, wie Sie wissen, hoffentlich verboten. Falls nicht, einmal bitte Luca Silvestro überprüfen.
Und dann hole ich sie Ihnen mal einen Kan Transport und Sie können hier niedertreten. Ah, da oben fährt er. Schon mal mein Auto her. Dann bleibe ich hier, bis die Person abgeholt wurde, weil sonst flüchtet die noch. Da gibt es ja so einiges. Kollegen, fahrt ihr auch? Die Kollegen sind natürlich ordentlich hierher gefahren. Also ich habe das auf jeden Fall gesehen. Ja, nee, ist gar nichts für uns tatsächlicherweise, habe ich gerade gesehen. Ich werde den Callout mal beenden lassen. Ja, vielleicht kriegen wir einen brauchbaren nächsten Callout jetzt rein. Ah, eine Festnahme. Kenneth Busch. Ah, gesucht in zwei Polizeidelikten. Ich mache immer die Sirene aus. Kann sein, dass ich blinke. Ja, ich blinke. Bleibe ich hier mal stehen. Lass natürlich den Motor laufen und den Blinker. Damit auch jeder sieht, dass ich rechts angeparkt habe. Ah, das ist wahrscheinlich er. Stehen bleiben, Polizei. Bleiben Sie stehen. Ja, Sie können gleich hier unten bleiben, ne? Aber runter auf den Boden jetzt. Jetzt juckt es mich langsam. Dann seien Sie mal froh. Ich werde Sie mal mitnehmen und sogar hinfahren in die Zelle und nicht abholen lassen von den Kollegen. Und wie finden Sie mein Auto? Ich hoffe gut. Es gibt Schläge. Nein, Spaß. Ey, sie warten sie noch, dass ich hier komme. Als SEKler. Boah, der Wagen sieht schon biestig aus, ne? Vor allen Dingen mit den Blinkern. Oh shit. Ich guck zu viel aufs Auto. Ist einfach schlecht. Jetzt rein. Ah, hier. Ich glaube, hier sollte ich gar nicht rein. Ich fahre hier jedes Mal rein. Ich fahre hier jedes Mal rein. Ah, kommen Sie mal raus. Steht jetzt da drin? Warum stehen Sie denn jetzt hier drin, ey? Dann kommen Sie mal mit. Ich komme jetzt in den Knast, seien Sie froh. Ich weiß gar nicht, wo soll ich denn sie hinpacken? Laufen wir mal vorne hin.
Oder ist das hier hinten? Ne, ich glaube, das ist da vorne. Ne, hä? Was soll ich denn hier ablegen? Beim Knast oder was? Ja, das ist aber doch gar kein Knast. So, dann lass ihn halt abholen, wenn ich das nicht machen darf. Und dann würde ich sagen, dass ich jetzt noch mal auf den letzten Auftrag warte und wir tatsächlich sehen uns dann, wenn sich was getan hat. Bis gleich. So, ein neuer Einsatz, neuer Glück. Gerade eben habe ich schon einen Einsatz gemacht, nur irgendwie dachte sich OBS, nö, kein Bock. Hat einfach aufgehört aufzunehmen. Mittendrin. Leider, weil ich eingestellt hatte, dass es MP4 und keine MKV-Dateien sind. Wurde am Ende alles gelöscht irgendwie. Also. Ja, schön. War natürlich wieder für die Katz. War natürlich ein mega spannender Auftrag. Also. Ja, kann man nicht ändern. Und hier soll jetzt irgendwas Komisches sein. Junge, was? Junge, 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 Junge. Ich hole mal ein paar Kollegen. Eine SWAT Unit, eine State und eine Local Unit. Ich versuche mal den nicht zu verlieren. Ah! Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Ich will nicht abknallen. Hören Sie auf! Ich will den nicht abschießen. Ich will den nicht abschießen. Ich will ihn nicht abknallen. Nein, Kollegen, hört auf, ihn abzuknallen. Nein, hört auf! So, nimm jetzt die Hände hoch. Hey, Kollege, Alter! Sie nehmen jetzt die Hände hoch. Da, schade, ich darf ihn auch schießen, ey. Meine Güte, Kollegen, ey, was könnt ihr eigentlich? So, jetzt brauchen wir nochmal ein EMS hier. Warum hat. Ah, da sind die Kollegen mit ihrem SDK-Sprinter. Ja, guten Tag, Kollege. Ambulanz, bitte. Meine Güte, so anstrengend kann er doch nicht sein. Was denn los? Ja, du kannst gehen. Wir können alle gehen. Ja, ich hole mal mein Auto von da vorne, ne? Und noch ein Pursuit. Komm, den machen wir noch. Den Pursuit machen wir noch mal schnell. Sollte ja nicht so lange dauern. Ist hier nur ein Pursuit und ich bin ja SDK, also. Auf der Autobahn Pursuit. Passt sehr gut, dass ich. Das war gewollt. Pursuit Air Unit. Und hat niemand gesehen. Okay, was ist mit meiner Karte los? Hilfe? Hilfe? Komm halt an. Komm. Hier ist das SWAT. Halt an. Das ist SDK, sorry. Komm, ja. Und jetzt, komm, Hände runter auf den Boden. Runter auf den Boden. Komm, schaffst du es auch mal oder nicht? Ja, schön, endlich mal geschafft, Digga. Ja, die kommt da auch wieder rechtzeitig. Was macht die da? Ich werde sie mal durchsuchen, der Herr. Ich hoffe, sie haben nichts Spitzes oder überhaupt irgendwas Illegales dabei, sonst. No Front, dann kassieren sie. Da haben sie nochmal Glück gehabt. Dann hole ich mal einen Transport für sie. Und. Da kommt der Transport auch schon. Und hierfür hole ich dann mal einen Tow Truck, ne? Dann erstmal Jerry Spring überprüfen.
Kollegen wird natürlich dann einmal das Fahrzeug überprüfen. Genauso wie ich das Fahrzeug einmal durchsuchen werde. Ist gar nicht angemeldet. Perfekt. Oh, Kokain. Und einmal bitte ein Tow Truck. Von wo kommt der Abschlepper jetzt? Genau. Mach deine Sirene aus, Kollege. Ah, da ist der Abschlepper. Ist auch schön, wenn ich einen deutschen Abschlepper reinmache und es den einfach nicht gibt. Danke, Kollege. Und ich würde sagen, das war's hier mit der recht schönen Folge, muss ich sagen. Hat mir Spaß gebracht. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall Like und Abo nicht vergessen. Und schreibt doch auch in die Kommentare, wenn ihr sowas noch öfter sehen wollt. Oder einfach auch Wünsche für Fahrzeuge oder so. Ich wünsche euch viel Spaß, noch einen schönen Tag und ciao.